Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kann ich euch eine Uhr zeigen, die man nur selten am Handgelenk zu sehen bekommt. Es handelt sich um eine Spring Drive Grand Seiko mit Snowflake Zifferblatt. Welche genau, das erfahrt ihr gleich in den Nahaufnahmen und im eigentlichen Review. Vorneweg, ja, wie bin ich überhaupt auf Seiko oder Grand Seiko aufmerksam geworden? Das hat tatsächlich unter anderem natürlich mit sich gebracht, dass man viel auf Instagram unterwegs ist. Die Marken sind mir logischerweise schon jahrelang ein Begriff, aber ich habe mich nie intensiver damit auseinandergesetzt, vor allem nicht mit Grand Seiko. An dieser Stelle viele Grüße, jetzt hätte ich mich zu Anfang schon fast verhaspelt, an Psychomaniac bei Instagram. Folgt ihm gerne, wenn ihr Lust habt. Das ist der Seiko oder Seiko-Spezialist in dem deutschsprachigen Instagram-Raum. Ja, auf jeden Fall kam es dann, dass ich mal ein paar Grand Seiko Modelle live gesehen habe und ungefähr so stand ich dann da. Genau, ich war erstaunt und zwar positiv erstaunt. Und all das, was diese Uhren bieten, zu einem verhältnismäßig fairen Preis mit diesem kleinen Bonus, dass es eben nicht jedermann weiß, was genau diese Uhr alles in sich trägt, was es genau damit auf sich hat, das macht für mich diese Marke und vor allem auch dieses Modell so attraktiv. Alles weitere erfahrt ihr in den Nahaufnahmen. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, dann lasst mir gerne den Daumen nach oben da, aktiviert gerne die Glocke und wenn ihr möchtet, lasst auch ein Abo da, das würde mir sehr helfen. Und jetzt gehen wir mal ab in die Nahaufnahme und in die Präsentation der Uhr. Und hier sehen wir die Box der Grand Seiko und widmen uns dieser Uhr jetzt auch, wie versprochen, in der Nahaufnahme. Die erste Grand Seiko wurde 1960 eingeführt. Wir haben also eine Tradition, Seiko sowieso, aber auch Grand Seiko, auf die man schon stolz sein kann. Wir haben hier das Modell SBGA 259 und ihr seht, auf dem Zifferblatt steht schon Springdrive-Werk, dazu dann gleich mehr. Ansonsten hat das Zifferblatt die Snowflake-Struktur, sprich die Oberflächenstruktur einer Schneeflocke ist da so ein bisschen nachgeahmt. Ihr seht eine Gangreserveanzeige und eine Datumsanzeige, das alles versehen noch mit goldenen Indizes auf dem Zifferblatt und ich finde gerade dieser Bicolor-Charakter der Uhr, die das ja insgesamt hat und der gut wiedergespiegelt wird, findet sich auch in dieser Gestaltung des Zifferblatts sehr, sehr gut wieder. Die Uhr an sich besteht aus High-Intensity-Titan, genauso wie das Armband. Dadurch ist das alles 30% leichter, als es bei Edelstahl der Fall wäre und auch kratzfester. Und ihr seht hier am Armband, es verfügt über matte und polierte Flächen, genauso ist das auch beim Gehäuse. Und wir haben hier eine sehr neue Uhr, deswegen ist da noch eine kleine Folie im Bild gewesen bei der Faltschließe, die die Uhr dann auch sicher am Handgelenk hält. Auch nicht unwesentlich, denn wir haben einen Listenpreis von 6.000 Euro. Ein paar weitere technische Hardfacts für euch. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm bei einer Höhe von 12,5 mm, sollte also wunderbar unter die Hemdmanschette passen. Das Gewicht liegt durch das High-Intensity-Titan bei nur 100 Gramm und wir haben eine Gangabweichung des Werkes, dem wir uns dann gleich näher widmen, von plus minus 15 Sekunden pro Monat. Das ist wirklich unfassbar genau. Die Gangreserve des Werkes beträgt 72 Stunden, sprich 3 Tage. Ihr könnt also 3 Tage lang, ohne die Uhr zu tragen, dieses wunderschöne gleitende Spiel des Sekundenzeigers betrachten. Das ist doch gerade für uns Sammler, die Uhren auch gern mal in Rotation tragen und nicht immer am Handgelenk die gleiche Uhr haben möchten, eine sehr, sehr schöne Besonderheit. Also ich zumindest hätte meinen Spaß daran. Zum Springdrive-Werk als solches habe ich euch Videos, die das Ganze genauer erklären, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich möchte mich hier kurz halten. Letztendlich vereint ein Springdrive-Werk den Reiz einer mechanischen Uhr mit der Präzision, die eine Quarzuhr euch liefern kann. Und das Ganze funktioniert, indem die Kraft der Aufzugsfeder durch eine elektronische Steuerung reguliert wird. Dadurch kommt auch dieses unfassbar flüssige Gleiten des Sekundenzeigers zustande, das bei einer rein mechanischen Uhr, egal welcher Preisklasse, in dieser Perfektion
Perfektion selten bis nie erreicht werden kann. Ihr hättet also, wenn ihr euch für Grand Seiko entscheiden würdet, eine Uhr mit einem sehr innovativen Werk, einem, wie ich finde, in diesem Falle sehr schönen Zifferblatt. Und vor allem ist, finde ich, Grand Seiko eine Marke, die für diejenigen unter uns geeignet ist, die entweder schon eine Sammlung haben und da noch was Besonderes hinzufügen möchten, oder für diejenigen, die eben keinen Wert auf dieses Prestige im Mainstream legen, das beispielsweise Rolex, AP, Patek Philippe mit sich bringen, sondern die eben möchten, dass sie eine schöne Uhr tragen, die ein bisschen unterm Radar schwebt, aber bei Uhrenkennern durchaus erkannt und auch geschätzt wird. Preis-leistungsmäßig bewegen wir uns hier natürlich im Luxussegment, man kriegt aber wirklich sehr, sehr viel geboten für das Geld, das man zahlen muss. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Vorstellung der schönen Grand Seiko. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, da unten, welche Uhren ihr vielleicht schon von Seiko oder Grand Seiko habt, wie ihr zu der Marke steht und wie sprecht ihr das eigentlich aus? Sagt ihr Seiko oder sagt ihr Seiko? Ich habe gehört, Seiko ist die richtige Art und Weise, es auszusprechen. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das handhabt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video guckt, und freue mich auf das nächste Video für und mit euch. Macht's gut, ciao!